Bitte nicht nochmal. Ich geh mal schnell pullern. Pullern. Schnell mal kacken. Da gehen wir schnell eine rauchen, Lisa. Ja. Na toll. Na toll. Bis gleich, Mausi. Ja, viel Spaß. Ja. Brauche mich doch noch. Ich hab keine Ahnung. Da haben jetzt schon einiges gemacht. Das wären schon drei, vier Ports. Fünf? Ja, das ist schon ein You've always been there by my side, a loyal, longest friend for life, for life. Ein Klappkeil. Ein Eindruck, der mir alles verändert. Ikea. Hang on, is this working? Please be recording properly. It's currently 7:06, no, 7:07 p.m. I'm hoping to document some wild Pokemon using this strange device. Wow. It really is beautiful out here. Everything around me is blanketed in snow. Wild Snowland! You see, snow on field, snow on ice is fine. Wow, look at this jump. So energetic, even though it's so cold here. Next, I'm going to try climbing up there. This place is... How do I put this? It has a mysterious air about it. I want to go just a little farther in. Is that a Pokemon? Is that a Growlithe? No, a Vulpix. No, not that either. The tip of its tail is red and swaying. I think it's turning this way. It's adorable! The white fur on top of its head and around its neck is so fluffy. Its eyes are round and yellow. What the fuck? What the fuck?
Leute, der Trailer für die kommende Folge Dearest Family ist nun bekannt und auch der Sendetermin hat sich nochmal verschoben, dass ich Mundo Globo die Weltpremiere noch vor dem Disney Channel USA sichern konnte. Und zwar am 19. Oktober um 19.30 Uhr Ortszeit, was bei uns 0.30 Uhr sein wird. Wenn ihr euch erinnert, habe ich euch einen Teil des Skriptes bereits in einem älteren Video vorgelesen, welches vor einiger Zeit von den brasilianischen Synchronsprechern vorgelesen wurde und eine äußerst bizarre Szene darstellte, in der Tiki offenbar ohne Trägerin ihre Kraft einsetzt. Dazu gab es dann noch einen Mini-Ausschnitt aus der Serie. Die entsprechenden Videos wie auch den neuen Trailer verlinke ich euch im angepinnten Kommentar. Tja, was soll ich sagen? Der neue Trailer hat es ziemlich in sich. Er ist wirklich so richtig, richtig episch. Legen wir gleich los. Wir können Shadow Moth dabei beobachten, wie er offenbar einen speziellen Akuma herstellt, der dazu in der Lage ist, die magischen Anhänger von Ladybug, welche dazu gedacht sind, Menschen vor den Angriffen von Shadow Moth zu beschützen, zu zerstören. Interessant ist dabei, dass er sich gleich danach zurückverwandelt. Möglicherweise zehrt dieser Vorgang also stark an seinen Kräften. Wer weiß, der Versuch glückt und so wird der magische Anhänger zerstört. Die Szene wechselt zu Marinettes Familie, die etwas Strahlendes betrachtet. Was genau das ist, sehen wir nicht, aber offenbar ist es etwas Essbares. Beziehungsweise hieß es in einer Übersetzung auf Keks, der in dem Skript genannt wurde. Hörst du das so laut? Oder so scheint dieses Gebäck das übelst laut. Tiki riecht das Gebäck und wird sofort wach. Marinettes Großvater kostet davon und gleich darauf sehen wir, wie sich einer nach dem anderen verwandelt. Ihr Vater zu Werdet, ihr Großvater zu Bakerix, ihre Großmutter zu Bifana und ihre Mutter zu Kili. Mit einem ausgesprochen interessanten Kostüm. Doch scheinen die Schurken nicht wirklich zusammenzuarbeiten. Man sieht, wie sie sich gegenseitig schieben und schubsen, um es möglichst als erster bei Ladybug zu sein. Ich hab nichts verstanden. Allerdings sieht man auch hier wieder, dass die Schurken zwar gegen die Helden, aber auch gegeneinander kämpfen oder doch zumindest keine Rücksicht aufeinander nehmen. Ladybug flieht in eine Seitengasse und verwandelt sich zurück. Nun scheint Tiki allerdings auch von diesem sonderbaren Kuchen zu essen. Alter, danke. Hört ihr da? Also laut, Schuss. Ist doch gut. Ja, das war ich habe im ganz normalen Lautton was geguckt. Das ist ein bisschen gestört, dieser. Ja. Und lass mich doch. Der Ladybug. Oh Mann. Ladybug. Das ist schön, wenn du Ladybug magst. Anastasia macht das auch. Ladybug ist total cool. Ich kenn's nicht. Warum Netze? Hey, so ist das meine Cooler? Ja. Also ich kann bloß noch bis um 1 noch. Ah, schaffen wir doch noch was. Habt ihr das noch gehört? Ja, bis um 1. So. I've also written some notes on the whiteboard if you need them. Ja, halt die Klappe. New Intel. What's up? Possibly harmless, lassen, but be careful out there. Bist du jetzt fertig? Lassen Sie einen Geist durch das Salz wandern? Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geisterevents werden? Bringen Sie einen Geist dazu, eine Kerze auszupusten? Naja, nicht mein. Charlie! Harry! Hier waren wir schon mal. Ist hier jemand? Hast du jetzt gerülpst, Lisa? Alter! Der ist in der Stube. Da ist ein Orb. In der Stube! Stube! Wo ist die Stube? Denke ich mal, dass das die Stube ist.
Stube. Stube, 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 Stube. Wir haben heute ganz schön viele stille Geister. Ja. Und der erste hatte eine Klatsche. Ja, der hat geredet. Was hat er denn gesagt? Ja, wenn ihr auch hier rumplappert, dann verstehe ich das übrigens nicht. Ist nicht mehr. Ist nicht hier. Jetzt will er nicht, will er nicht mehr. Jetzt war eingezogen. Eingeschnappt. Da. Okay. Holy Tochter. Oder Code, das weiß ich nicht. Alte Geisterbox. Reib in den Spur. In den Zweierausschlag. Und dann schmeißt das Buch durch die Gegend. Der ist aus Schock. Sauber, mach den Fernseher aus. Puste bitte die Katze aus. Temperatur sinkt langsam. Pust die Katze aus. Pust die Katze aus. Pust die Katze aus. Puste die Katze aus. Das brennt der Sofa ab. Oh oh. Scheiß auf das Sofa. Ich bin dead. Schreib bitte ins Buch. Wenn du schon hier bist, dann tut die Katze als gut. Also dort sieht nicht so aus. Ich würde sagen, wir haben Gefriertemperatur. Nö. Wir haben Gefriertemperatur. Ist es schon bei Minus? Ja. Wo ist die Katze aus? Ist es eine Gefriertemperatur? Dann ist es ein Onryu. Nur fertig. Onryu wird oft als der Zornige Geist. Oh, Geister oben. Und Geister oben. Und ein Panzer. Ein Geister-Event. Ja? Ja. Katze ist aus. So. Buchio. Buchio. Aber komisch, weiß ist. Das ist, wird nicht als Event gezeigt, ne? Ich hab was auch, das ist mit dem Geister-Event. Das ist natürlich doof, ne? Naja, dann gehen wir nochmal ein. Und Salz. Kannst du nochmal mal Salz mitnehmen? Ja, nee, ich will dieser. Dann mache ich das jetzt. Muss ich ducken. Und F drücken. Der ist einmal durch Salz getreten. Und der rennt hier irgendwo lang. Ich hab's gerade gehört. Ich hab bloß den Fuß oder Knochen oder was auch immer. Mhm. Ich geh mal gucken. Ich geh mal oben gucken. Mhm. Na, Switcherboard hab ich gefunden. Scheibenknochen. Okay. Ja. Knochen hab ich schon. Du warst das eigentlich. Oh, wie langweilig. Blub, 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 blub.
Komm, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde, dann machen wir jetzt eine Highschool zum Schluss. Genau. Nein. Bitte alleine, bitte alleine. Oder? Haben wir alle eingetragen? Ich hab. Ja. Ich auch. Ein Uchelio. Jetzt hab ich einen. Orel. Oder Uchelio Eis. Oh, lecker. Oh, die Eistruppe ist geil. Oh, die ist so gut. Die ist so gut. 55 Euro. I've got some jobs ready for you. Einzig. Ja,